Kuba. Okay. Also normal bin ich ja nicht so ein ängstlicher Typ, aber ich höre jetzt tatsächlich Geräusche aus meinem Keller. Und es ist mitten in der Nacht, 3 Uhr oder so. Das gefällt mir nicht. Ich muss beim Hexenkult mit allem rechnen. Verflucht. Da kann man nicht mal schlafen in Ruhe. Zeittasche. Mit dem Hexenkreuz zu tun hat, muss ich einfach mit allem rechnen. Okay, ich nehme das Kreuz mit. Guck mal, bleib hier. Verflucht. Ich brauche Licht, da unten geht das Licht manchmal und manchmal nicht. Verflucht, die Gnaden. Ja. Lass mich vor, Cooper. Cooper, bleib hier. Cooper. Scheiße, da unten brennt ja Licht. Ich hab kein Licht angelassen. Na toll. Fuck. Cooper! Verdammter Hund. Hallo? Warum steht die Tür offen? Die steht nie offen. Das ist doch die Puppe von Sinclair. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist die Puppe von Sinclair, die habe ich ja komplett vergessen. Scheiße, ich muss raus hier. Verflucht! Was geht hier vor? Also okay, ich muss mich erstmal, ich weiß nicht, wie es passieren konnte, beziehungsweise ich weiß, wie es passieren konnte. Durch den ganzen Hexenkult und durch die ganze Sache mit Tascha habe ich diese Puppe komplett vergessen. Ich habe sie ja vom Mr. Sinclair bekommen, beziehungsweise aus seinem Nachlass da mitgenommen. Mr. Sinclair ist ja immer noch verschwunden. Und er hatte mir ja damals gesagt in der Folge Werwolf, dass er nicht weiß, woher die Puppe kommt und dass er vor dieser Puppe unglaubliche Angst hat. Und tja, die Puppe hat mich jetzt doch wieder in die Realität geholt. Ich habe einiges herausgefunden über die Puppe. Es war nicht leicht, aber es gibt von dieser Puppe sehr wenige Exemplare und deswegen konnte ich im Internet etwas recherchieren. Diese Puppe ist mindestens, ich konnte sie jetzt 200 Jahre zurückverfolgen. Sie ist hergestellt worden in den USA, in Maryland. Und sie hat eine wirklich schlimme Geschichte hinter sich. Jedes Kind oder jeder Besitzer dieser Puppe, zu 80% waren es Kinder, sind früher oder später gestorben, in dem Fall eher früher.
Selbstmord, tragische Unfälle. Sehr mysteriös. Ich habe auch hier ein Bild gefunden, das habe ich ausgedruckt aus dem Internet, das kann ich hier mal einblenden, von einer der ersten Besitzerinnen. Dieses Mädchen hatte diese Puppe zu ihrem 12. Geburtstag bekommen und ist eine Woche später in einen Brunnen gefallen auf dem Grundstück in Amerika und ist ertrunken. Komisch, gerade hat es an der Tür geklingelt und es war gar keiner vor der Tür. Auf jeden Fall glaube ich, dass in dieser Puppe... Ich traue mich gar nicht, sie so anzufassen. Ich glaube, dass in dieser Puppe ein Dämon herrscht. Und zwar ein Dämon, der sich von der Angst ernährt. Eine Art Paranoia-Dämon. Jetzt ist die Frage, dieser Dämon haust in dieser Puppe schon seit 200 Jahren. Wie kriege ich ihn da raus? Und viel besser, wie töte ich ihn? Oh, da ist mir etwas im Internet aufgefallen. Ein japanisches Spiel, was sehr gefährlich sein soll, indem man mit einem leblosen Gegenstand, in dem Fall mit einer Puppe, Verstecken spielt. Das Spiel heißt Hitori Kakeburo. Oder so ähnlich. Ich meine, Japanisch ist nicht wirklich gut. Dort spielt man, wie gesagt, Verstecken. Und wenn man gewinnt, fährt der Dämon aus dem Gegenstand wieder heraus. Das Ganze ist sehr gefährlich, hier sind auch extrem viele Warnungen, aber es ist für mich momentan die beste Möglichkeit, diesen Dämon aus dieser Puppe zu kriegen. Diese Puppe, wenn ich sie einfach nur verbrenne, ich glaube nicht, dass der Dämon dadurch besiegt wird. Ich muss den Dämon aus der Puppe rauskriegen. Und wenn er keinen Wirt mehr hat, dann stirbt er wahrscheinlich. Und deswegen werde ich dieses Spiel jetzt machen. Ich erkläre es euch, während ich das vorbereite und ich werde das Ganze natürlich filmen. Aber ich denke, ich mache das erst morgen. Ich werde jetzt noch einmal, um sicher zu gehen, dass auch die böse Energie von der Puppe ist, die Puppe jetzt irgendwo hier platzieren und mal die Nacht filmen. Und morgen Abend, wenn was passiert ist, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass was passiert ist, werde ich dann dieses Spiel spielen. Okay, ich habe jetzt die Puppe hier und habe hoffentlich alles soweit. Man braucht zu dem Spiel Reis und damit werden wir jetzt die Puppe befüllen. Das soll den Geist irgendwie darin gefangen halten. In dem Fall ist ja die Puppe schon von einem Geist besessen, aber egal. Okay. Ich sage hier jedem eindeutig, macht das definitiv nicht nach. Denn das kann wirklich gefährlich sein. Okay. Jetzt müssen wir das Ganze mit Reis füllen, das kann ein bisschen dauern. Wenn man das Ganze mit Reis gefüllt hat, muss man es wieder mit einem roten Faden zunähen. Und dann muss das Ganze, dann müssen wir die Puppe in, hoffentlich reicht das erstmal, dann müssen wir das Ganze ins Wasser tun und dann müssen wir uns verstecken
Beziehungsweise sie ist als erstes dran, wir müssen sie dann finden. Und dann muss sie uns finden. Okay, ich versuche mal, so gut wie ich das kann, wieder zuzunähen. Okay, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, die Puppe hat auch von ihrer ersten Besitzerin einen Namen bekommen, und zwar Emily. Eigentlich ein schöner Name für so eine Puppe, aber naja. Okay, wir werden jetzt die ganze Puppe ins Wasser tun. Okay, was ich ganz vergessen habe, ist, man braucht noch etwas von sich selbst, Fingernagel oder sonst was, aber ich habe jetzt sowas nicht. Ich schneide mich einfach und ich denke mal, Blut wird auch reichen. Ach, verdammte Scheiße. Okay. Hier hast du mein Blut. Okay. Okay, dann gehen wir mal ins Badezimmer. Okay, als erstes ist sie dran. Okay. Emily, du bist dran. Emily, du bist dran. Emily, du bist dran. Ich will das ganze Reis raus. Okay. Okay. Also ins Wasser mit dir. So, jetzt muss ich mich verstecken. Und dann brauche ich nochmal ein Messer. Okay. Alle Lichter aus, bis auf einen Fernseher. Okay, ich muss mich verstecken. Mir ist gar nicht so mordlich. Okay, ich verstecke mich hier hinten. Oh Gott. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Emily, ich komme jetzt. Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Okay. Du bist dran! Du bist dran! Du bist dran! Scheiße. Okay. Jetzt bleib ich. Okay, ich bin jetzt hier über 1,5 Stunden und bis jetzt hat sich nichts getan. Scheinbar findet sie mich nicht. Ich habe vergessen, ein Glas Salzwasser mit ins Versteck. Damit muss ich sie beträufeln, wenn ich das Spiel beenden will. Normal müsste sie mich jetzt finden und 3-mal stechen. Aber bis jetzt tut sich hier nichts. Der Hund liegt auch ganz ruhig da. Okay, Emily, ich habe keine Lust mehr. Das ist doch lächerlich. Emily? Verflucht. Okay. Verflucht, sie ist nicht mehr da. Emily? Scheiße, Gott steh mir bei. Emily? Das Messer weg! Das Messer weg! Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Oh Gott! Oh Gott! Ah, verdammt! Ah, oh, scheiße, ich bin in ein Glas getreten. Okay, hab ich jetzt gewonnen? Ich war dein letztes Opfer. Gut. Okay, Emily.
Goodbye. Viel Spaß in der Hölle. Brenn! Brenn endlich! Du Miststück. Dämonen hin oder her. Brenn in der Hölle. Ja. Ich hoffe, du spürst das, Dämon. Ich hoffe, du spürst das. Okay, ich habe, wie ihr gesehen habt, Emily jetzt unten verbrannt. Ich habe sie nochmal gesegnet und habe nochmal versucht zu spüren. Und ich glaube, diesmal war wirklich nichts. Ich denke, der Spuk ist vorbei. Der Dämon ist mit bei dem Spiel jetzt hoffentlich raus. Und ich sag euch, ich habe ganz schön geblutet am Fuß hier. Aber Gott sei Dank war es nur eine Fleischwunde und nicht ganz so schlimm. Es war... Ich habe mich um wichtigere Sachen zu kümmern als um diese blöde Puppen. Und jetzt kann ich mich endlich wieder dem Hexenkult zuwenden. Oh. Was zum Teufel? Wieso geht jetzt hier der Strom weg? Verdammt, wo ist meine Bibel? Ich sehe nichts. Wahr sein. Ist Emily doch noch nicht tot? Verflucht! Fuck! Umwandere sich auch im finsteren Tal, dein Stecken und Stab trösten mich. Emily. Es ist vorbei, Emily. Du hast verloren. Du hast verloren. Und wandere dich auch im finsteren Tal. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dein verdammte... Das war's endgültig. Oh Gott. Okay. Okay, ich werde diese Puppe jetzt einsammeln und in geweihter Erde begraben. Und dann hat der Spuk hoffentlich ein Ende. Diese blöden Scheiße müssen immer wieder kommen für den letzten... Schreckmoment. Das war's. Verfluchte Scheiße.